Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen das neue Video von Julian Bam rein. Lass mal einen Banger aufnehmen. Okay, ich würde sagen, auf geht's. So, Wunder ist da. Also ich muss sagen, ich bin sehr gehypt auf das Vollversion-Lied. Es ist schon rausgekommen. Ich habe vorhin kurz reingeschaut, ob das meine Einstellung, Soundeinstellung diesmal besser passt, weil ich das letzte Mal immer Probleme hatte mit meiner Audio. Ja, und ich würde sagen, danach gehen wir da rein. Aber jetzt erstmal ins, ich nenne es jetzt mal Behind the Scenes von dem Vollversionslied. Ich bin da. Hier zurück vom Dreh und jetzt wird ja, vorne. Ja, jetzt geht's weiter, ne? Ja. Oh, mein Gott, die Pupsi. Alle richtig am Hasseln. Wir recorden jetzt. Schabi Schmusen. So, jetzt. Willst du was trinken, Funder? Ich, was habt ihr denn? Wasser. Mach Gin Tonics jetzt. Oh ja, komm, gib ihm. Hast du, ja? Haben wir Gin oder was? Ich weiß nicht. Thomas ist so verunsichert, Alter. Wir müssen noch Aufnahmen machen. Die können jetzt irgendwas trinken. Fünf? Pass mich nicht an, nein. Wir haben ja schon mal eine Demo gemacht. Ich frage mich gerade, hat Wunder schon mal in einem Lied etwas gesungen? Hat sie schon mal in einem Hauptvideo einen Gesangspart gehabt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Macht so, ne? Dies, das. Wir habt ja eben gerade schon gehört im Song, im Video, beim Dreh und so weiter. Aber wir machen das nochmal fetter. Müssen wir. Aber wir entfernen uns jetzt vom Original erstmal so ein bisschen mehr und sagen, wir machen jetzt was ganz Neues so. Aber die Hook finde ich überstrong. Aber meinst du... Die Hook finde ich auch richtig strong. Also die hat mir direkt einen Ohrwurm verpasst. Ja, ja. Wenn die Tonlage passt, dann geh auf Medien einfach. So. Also sofern ich die richtige Hook im Hinterkopf habe. Ja, also schauen wir dann eh nochmal ins Vollversionslied rein. Echt? Wo muss ich dir erklären, wie Handy funktioniert? Das ist zu tief. Das ist zu tief, ja. Ja, ich muss, glaube ich, nochmal. So tief, ne? Deine Stimme klingt tief, halt aber auch strong, ne? Schutzschild. Achso, das ist ein Loser. Oh, ist so geil, ne? Also wirklich, ich fühle das Lied jetzt schon richtig krass. Also ist es so ein bisschen auf Krampf gesungen? Ja, weil ich höre das gar nicht so. Also, ja, okay. Ich weiß nicht, ich höre das jetzt auch nicht so. Also... Scheiße. Alter, wie krass, ey. Dass sie einfach so auspackt, die Gesangsstimme. Was ist da los? Warum kann jeder singen hier? Nie ohne sie, ich teile mit dir die Batterie. Und der 3D-Druckkopf und Tür für dich ein Steak. Oder ist das zu tief? Zu tief? Also ich muss ehrlich sagen, ich find's, so wie ich es in Erinnerung habe, war es ja eine ziemlich high-pitched Voice. Und ich fand, das hat extrem gut gepasst. Vielleicht auch Geschmackssache an der Stelle. G-Moll, ne? Ne, gar nicht. Okay, let me have a look first at the Funda thing. Sag was nettes Türkisches für Vince. Vince, iyi ki varsın. Was? İyi ki varsın. Was? Schön, dass es dich gibt. Okay, ich hab schon... Okay, mein Türkischkenntnisse sind gut eingerostet, das habe ich tatsächlich nicht mehr gerafft. İyi ki? İyi ki? İyi ki? İyi? Warte, Türkisch ist schon schwere Sprache. Ist so. Alter. Gar nicht wahr. I-Y-I-K-I. I-K-I. Ist es schwer. Repeat after me. Repeat after me. Mag, der hört zu. I-Y-I. Aber krass, ey, ich sehe gerade Domiziani, sieht echt ein bisschen aus wie von der Hund. Ey, ich schwöre. Halt echt ein bisschen. Junge, ich muss sagen, ich habe mir als Vorbereitung auch nochmal das Originallied angehört von Domiziana. Ich glaube, es hieß Ohne Benzin. Ich habe mir das Originalvideo angeschaut, damit ich einen besseren Vergleich für heute habe, dann für die Vollversion. Ich beim Drehen, ne? Boah. Domiziana, I love you. Domiziana, we love you. Danke dir, Vince, für die Spontanität. Iki Varsın. Iki Varsın.
Was habt ihr denn da? Wir trinken Aachener Leitungswasser, immer sehr, sehr gesund. Ah, okay. Ein bisschen hat das Alkohol drin, aber ganz wenig. So gesund, wenn es im Leitungswasser drin ist. 0,4%. Blatt. Ich hab gehört, es gibt gratis Gin. Da bin ich dabei jetzt. Aber ja, sie füllen ihr Leitungswasser auch in elegante Flaschen auf, scheinbar. Du meinte gerade, das ist Wasser. Ach, das Aachener Leitungswasser. Freunde. Aachener Leitungswasser hat eine sehr heilende Wirkung, habe ich ja, auch gehört. Ja, das ist richtig. Deswegen zieht alle nach Aachen, liebe Freunde. Ich bin sehr gespannt, was Bert morgen sagen wird über das Domitianer-Video, was wir heute gedreht haben. Ey, ich habe die auch nochmal gesehen und... Wir holen vielleicht nochmal... vielleicht Karin nochmal an Bord. Tja, Bock. Prost. Wieder? Hello. Genau, das ist das Originalvideo da im Background. Das habe ich ja heute, wie gesagt, auch nochmal reingeschaut. Oh, es geht. Stelle Temperatur und Zeit ein. Und die Strahlen machen mein Essen ready. Mach die Tür auf und lege. Nee, warte. Die Tür auf und lege was rein. Stelle Temperatur und Zeit ein. Und die Strahlen machen mein Essen ready. Das ist so schön. Die Tür auf und lege was rein. Stelle Temperatur und Zeit ein. Aber ist es nicht geiler, wenn es sich einfach so wiederholt, wie es sich zum Mitmachen? Weil jetzt ändert sich ja jede Line anders am Ende. Ich die Tür auf und lege. Die Reaktion. Was rein? Gerade ist es so. Mach die Tür auf und lege was rein. Stelle Temperatur und Zeit ein. Und die Strahlen machen mein Essen ready. Stelle Temperatur und Zeit ein. Die Strahlen machen mein Essen. Junge, was ist eigentlich? Muss man mal auch hier Props geben, dass die einfach so Remote-Arbeit machen, Alter. Wenn es irgendwie so remote zugeschaltet, macht auch so mit an dem Song. Voll. In der heutigen Zeit angekommen, sage ich mal. Aber gut, muss man vielleicht oder wahrscheinlich auch als Content Creator oder auch wenn man halt Musik macht. Ready. Ja, ich dachte bloß, dass so Musikgeschichten, dass man das halt nicht so gut remote machen kann, weil sich das halt auch komplett anders anhört, wahrscheinlich über Mikrofon. Du lege was rein. Ja, genau. Mach die Tür auf und lege was rein. Mach die Tür auf und lege was rein. Stelle Temperatur und Zeit ein. Das sind halt so viele Worte in so schnell, aber den Rhythmus haben wir ja eh schon geshootet. Mach die Tür auf und lege was rein. Ne? Ja, das fühlt sich. Mach die Tür auf und lege was rein. Und die Strahlen machen mir das ready. Hey, ich schmecke was. Ey, ich bin so gespannt auf die Vollversion, ne? Wie war es nochmal? Mach die Tür auf und lege was rein. Stelle Temperatur und Zeit ein. Und die Strahlen machen mir das ready. Ich will da noch nicht zu viele verschiedene Bögen machen, aber es ist einfach was danach zu vollziehen, wo es zu viel. Ja, ja. Sonst gibt es keine Steigung mehr, ja, ja. Mach die Tür auf und lege was rein. Ja, mach. Stelle Temperatur und Zeit ein. Und die Strahlen machen mir das ready. Vor allem, wenn die Sonne nicht scheint. Meine Cloud-Daten nochmal dabei. Rocker fällt aber noch mal ab. Doch. Okay. Mach die Tür auf und lege was rein. Stelle Temperatur und Zeit ein. Und die Strahlen machen mein Essen ready. Mhm. Also heutzutage. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, gar nicht verstanden in dem Lied. Dieses ready, dass es so gesplittet war. Deswegen habe ich verstanden, dass sie das Essen rare machen. Ich bin ja richtig lost, Alter. Wireless, keine Briefe, noch Memo. Sorry, was war das mit Wireless? Also heutzutage wireless, keine Briefe, noch Memo und Chat. Staubsauger am Anfang. Ja, bisschen sauberer noch. Mhm. Und genau, du bist zu spät immer. Ja, okay. Die Tür auf und lege was rein. Stelle Temperatur und Zeit ein. Und die Strahlen machen mein Essen ready. Vor allem, wenn die Sonne nicht scheint. Meine Cloud-Daten immer dabei. Brocker Filter, meine Arbeit so nice. Die Tür auf und lege was rein. Ich muss was trinken. Menschen Technik zusammen, Synergie. Immer ab für die Philosophie. Für alles andere. Jufi bat richtig mit, Alter. Junge. Noch so richtig im Nacken reinatmen. Wie ChatGPT. Das Problem ist einfach nur wegen den krassen Wörtern. Ich habe Schwierigkeiten, die auszusprechen. Und das so schnell, weißt du, so und dann noch zu singen und dann noch zu hauchen. Und dann noch hauchen, ja. Ist ja, wenn ich mich... Seit Jahren, guck mal, diese kleine Fliege, film diese kleine Fliege, tun. Ich kann die nicht filmen. Wo ist doch, die? Nee, nicht töten, das ist sein Spirit Animal. Ich bin der Belzebub, ich bin der Fliegenkönig. Ich töte den. Nee. Wallah. Wenn ich mich auf den Rhythmus konzentriere, dann kriege ich die Aussprache nicht hin.
Und andersrum genauso. Aber die Aussprache war ja gut. Ist nicht gut, gefällt mir nicht. Alter, was geht ab? Was hat das für Editings hier, Alter? Früher, wie man denkt. Und jetzt musst du so swaggy, hauchig, erotic singen. Hier ist erstmal Wasser jetzt. Oh ja, zwischendurch Wasser ist immer gut. Wasser ist heiß in einer Minute. Frau Miller sagt Bescheid bei Quant. Okay, okay, also das ist komplett anders. Sie hat ja bisher jetzt die ganze Zeit nicht mit dieser gepitchten Voice, sage ich mal, gesungen, sondern mit ihrer relativ normalen, vielleicht ein bisschen höher. Aber jetzt, okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob sie es vielleicht dann im Nachhinein in der Nachbearbeitung irgendwie am PC, sage ich mal, hochgepitcht haben, aber es ist jetzt ja doch nochmal richtig krass reingesungen hier. Das hört sich wirklich, das kommt wirklich gefährlich, Alter. Oh, das ist geil. Das ist schon ja, geil. Doch. Ich finde das Kratzen geil eigentlich, ne? Ich finde es geil eigentlich, ne? Du nicht, Cody? Doch, du findest richtig geil. Das ist mega cool, ich mag das voll nicht. Also ich finde es auch, ich fand es wirklich, es hat mich richtig gecatcht von Anfang an, instant, als ich das gehört habe im Hauptvideo. Auch Männer sagt Bescheid bei Quan in der Bude, muss einmal rein. Finde ich auch geil. Eine Tiefe noch drunter? Ja, komm, gib mir mal eine Double hier. Boah, oh. Oh, jetzt brauch ich den Schutz, Digga. Man darf nie vergessen, dass dein Ass immer nicht so rum. Wo fangen wir an? Oppo, das heißt Red. Tja, ha, wo ist der Tja? Ju ist irgendwie auch so ein random Voidline-Automat, Alter. Ballert irgendwie diese Oppo-Red-Lines raus, als ob es nichts wäre. Wir haben's. Wir sind fertig. Nice. Geil. Let's go. Let's go, der Hase. Ja, dann hören wir jetzt einmal an, oder? Ich finde, der Song, der führt dich gerade, der führt dich so voll in so eine ganz andere Welt rein, so für diesen ganz kurzen Moment. Also ich find's, es hat mich wirklich abgeholt letztes Mal komplett. So. Ja, du bist so voll melancholisch, du denkst so voll nach, da wird über so einen Wasserkocher gerappt. So. Melodisch ist der halt so voll krass. Ja. Ne? Und der Text ist ja einfach voll absurd eigentlich, wenn du so überlegst. So. Ich weiß nicht, den Text fand ich gar nicht mal so krass absurd, aber da gehen wir dann in der Vollversion nochmal drauf rein. Voll Jokes und Ding. Ich finde, das ist so geil, weil so ein Song eigentlich müsste so in anderen Ländern, wo die Sprache gar nicht verstehen, voll abgehen, weißt du? Da denkst du, boah, krass. Die spielen den so in den Clubs, ey. Köln hat den größten Wein-Podcast in Deutschland. Oha! Hä? Ist das so? Was für ein random Fact? Heißt denn dein Wein-Podcast, Curly? Terroir und Adiletten, Baby. Alles klar, dann schreiben wir das am besten jetzt mal hier rein, weil das kann ja kein Schwein verstehen. Der Link ist in der Videobeschreibung natürlich. Ja. So, liebe Freunde, ihr habt es gerade schon gesehen. Jerky hatte auch einen kleinen ehrenvollen Part in diesem Song gehabt. Vielen lieben Dank dafür, dass ich da mitmachen durfte, Lovebot. Nicht dafür. Und natürlich werde ich meinen Part auch neu aufnehmen, denn das, was ihr gehört habt, ist ein Tinnitus gewesen. Ja, liebe Freunde. Aber Vollversion kommt auf jeden Fall dieses Wochenende raus. Spotify und Co., Apple Music und Deezer. Wenn ihr auch von dieser Datenleck betroffen seid, meldet euch auf jeden Fall bei Solmecke, aber auf jeden Fall die Streams mal. Wirklich, du ballert irgendwelche random Voicelines raus, die er irgendwann mal gehört hat, oder? Und schauen gerne mal hier rein, followern auf Spotify oder auch mal einen Song in die Playlist rein. Tun ihr das Bescheid, ich sage das nicht sehr oft, deswegen, wenn ich das mal sage, dann meine ich es hundertprozentig gar nicht ernst. Bis dann, ciao. Sehr, sehr geiles Video von Ju. Lasst ihm gerne einen kostenlosen Abo auf YouTube da. Lasst mir gerne auch einen kostenlosen Abo auf YouTube da. Würde mich sehr freuen.